Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück bei Europa Universalis 4. Wir sind in Italien im Jahr 1791 angekommen. Und das heißt, für uns sind nur noch 30 Jahre zu spielen. Und wir wollen auf jeden Fall Platz 1 der Großmächte noch werden. Dafür müssen wir einige Kriege führen gegen die Osmanen, gegen Frankreich, aber vielleicht auch gegen Polen, Litauen, vielleicht was gegen Österreich unternehmen. Aber was die Religion angeht, ach, schmackhaft. Also für jeden, der schon mal katholisch gespielt hat, also der katholische Glauben zählt ja nicht gerade zu den stärksten in Europa Universalis 4. Und es macht einfach Spaß, trotzdem eben so stark zu sein. Wir gehen in den Krieg gegen das Osmanische Reich, die haben Songhai mitgenommen. Also es ist ein ziemlich großer Krieg. Wir versuchen wie immer erst die Verbündeten der Osmanen in Separatfrieden abzuspeisen und Stück für Stück damit unseren Kriegsstand zu erhöhen. Das schaffen wir auch relativ simpel. Ihr seht aber gerade fast 130.000 Truppen der Osmanen sind bei Suez. Da haben wir ein Level 8 Fort beim Suezkanal. Ja, sind einfach stehen geblieben und haben das Fort irgendwie für ein Jahr besetzt. Und der Krieg ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben eben die Schweden noch mitgebracht als Kriegsverbündeten. Wir schicken dann eigentlich unsere halbe Armee, 352.000 Mann, Richtung Nordafrika. Denn dort, das haben wir ein bisschen unbeschützt belassen, denn es geht nicht um Anatolien, da ist die Hauptstadt. Und hier haben wir ein schönes Event, die Stürme der Bastille. Nach monatelangen festgefahrenen Debatten in den Generalständen, bei denen man sich nicht einmal auf die Zusammensetzung der Versammlung, geschweige denn auf einen Kurs für soziale, wirtschaftliche und konstitutionelle Reformen einigen konnte, hatten die revolutionären Massen heute am 2. August 97 ein Datum, das in die französische Geschichte eingehen wird. Der Sturm auf die Bastille und damit ist Frankreich nun eine Republik und wir haben auch die schöne französische Flagge und damit ist endgültig die Revolution auch in Europa angekommen und wir haben ein revolutionäres Dortmund. Ich dachte ja erst, dadurch, dass das Revolutionszentrum in Beijing in Asien ist, dass die Revolution niemals eigentlich nach Europa kommen wird, was ich ein bisschen schade fand, aber jetzt ist sie eben doch angekommen. Wir nehmen einige Provinzen vom Osmanischen Reich, in Nordafrika einige, die wichtigsten Teile eigentlich, Ägypten, das Nildelta erobern wir für uns, aber auch weiterhin Anatolien und am Schwarzen Meer holen wir neue Provinzen. Damit haben wir auf jeden Fall mehr Development, wenn wir das Ganze zu Kernprovinzen machen, als die Spanier. Beziehungsweise muss sagen, Spanier hat ja selbst, die Spanien hat ungefähr selbst 1400 Development und viel kommt eben über seine kolonialen Nationen. Wir haben, ich glaube, 2800 Development an dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt. Wir holen uns neuen Satellitenstaaten. Ist zwar diplomatische Beziehung mehr, als wir eigentlich aufrechterhalten können, aber das ist okay. Wir nennen Pontus, passt zwar geografisch nicht ganz, aber ich finde es eigentlich war ein ganz netter Name. Als nächstes gehen wir in den Krieg mit Frankreich, wo wir das 18. Jahrhundert schon überschritten haben. Wir nehmen Imperialismuskrieg, einen anderen haben wir gar nicht. Und ich finde die französische Flagge einfach echt cool zu sehen. Wir haben alle Truppen direkt mit Befehlen beordert anzugreifen. Ihr seht, der Krieg, wie groß er ist. Wir haben quasi komplettes Mittelmeer, gerade das östliche Mittelmeer unter unserer Kontrolle. Selbst das Schwarze Meer mit Pontus jetzt kommt immer mehr in unsere Sphäre. Wir müssen uns leider geschlagen geben gegen Frankreich. Wir holen uns einige Provinzen von Frankreich, zerteilen die damit in zwei und haben damit einen ordentlichen Schritt gemacht. I'm sorry, was heute los ist, I don't know. Wir machen alles zu Kernprovinzen und das war's auch schon für diese Folge. Wir haben noch eine Folge to go. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das ist dann das große Finale. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao, meine Lieben.